Ich darf recht herzlich begrüßen zum einem neuen Edu-Talk. Schönen guten Morgen. Ja, Jahr eins nach Corona. Irgendwie die Zeit vergeht wie im Flug. Irgendwie haben wir jetzt schon ein Jahr mit dieser Plage zu tun. Und das haben wir zum Anlass genommen oder habe ich zum Anlass genommen, um mit meinem relativ neuen Kollegen, dem Lukas Sparlinger, mal ins Gespräch zu kommen. Lukas ist recht neu im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung, quasi die jüngere Hälfte meines Kollegen Michael Grunewald. Ihr teilt euch jetzt eine Stelle im Referat Digitales und Umwelt, aber vielleicht, ja, stellst du dich einfach mal kurz vor, seit wann bist du im ZGV? Und was sind so deine Arbeitsschwerpunkte? Ja, genau. Also Corona ein Jahr bedeutet für mich eigentlich im Prinzip auch ein Jahr Arbeitserfahrung, Berufserfahrung. Ich habe im Februar letztes Jahr angefangen, deswegen ist das auch für mich ein Revue passieren des ersten Jahres in dieser Stelle. Ja, genau. Also ich bin für Digitalisierung, digitale Welt, die Auswirkungen, also die Konsequenzen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Das ist so der große Schwerpunkt meiner Arbeit. Spezifischer beschäftige ich mich mit Fragen, die die Nachhaltigkeit betreffen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ja, und was sonst noch so auf dem Schreibtisch dann landet, Arbeitsentwicklung, Organisationsentwicklung war im letzten Jahr natürlich ein ganz großes Thema, weil wir gemerkt haben, wie stark sich die Arbeitswelt jetzt auch durch Corona und durch die digitalen Möglichkeiten da verändert hat. Genau, so viel vielleicht erstmal zu mir. Genau, also du bist also studierter Politologe, hast du gemeint, mit Schwerpunkt empirische Demografieforschung. Also das heißt, im Gegensatz zu deinem Kollegen Michael, der ja der als Soziologe, ich sag mal, auch nochmal einen anderen Blick auf die Gesellschaft hat, werden wir heute natürlich auch mal drüber reden. Ja, was hat denn dieses Jahr natürlich gesellschaftlich gemacht? Welche Auswirkungen gab es auf verschiedene Arbeitsprozesse? Und vor allen Dingen, ja, wie werden wir zukünftig auch damit umgehen? Titel ist ja nicht nur Arbeit, sondern eben auch Bildung und Gesellschaft. Das heißt eben auch zu gucken, wie sich unsere Arbeitsumfeld, auch der Bildungsbereich natürlich auch verändert. Ich finde es toll, dass hier auch einige live in Zoom mit dabei sind. Wir wollen ja nicht nur uns unterhalten, sondern wir sind auch immer froh, wenn sich andere Menschen auch mit beteiligen. Das heißt, wir benutzen hier einfach das informale Veranstaltungs-Du und wenn ihr Interesse habt oder eine Wortmeldung habt, dann gebt euch zu erkennen. Ihr könnt die Hand heben mit der Meldefunktion unter Reaktionen. Dann schalte ich euch gerne mit dabei und ich freue mich immer sehr, wenn wir auch noch mal andere Perspektiven mit dazu bekommen. Für diejenigen, die jetzt über Facebook zugucken, ich habe den Chat hier mit im Blick und versuche natürlich auch die Fragen, die hier gestellt werden, ja, mit zu berücksichtigen. Ansonsten wird die Veranstaltung aufgezeichnet, hat jeder einen Hinweis auch bekommen und die Aufzeichnung, die wird hier später im Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog dann auch abrufbar sein. Ja, Lukas, ein Jahr im ZGV, das Jahr mit Corona, das war jetzt ja im Prinzip, ich sag mal, ein klasse Start fernab der Normalität, wie man normalerweise einen Job beginnt. Wie war denn der Einstieg für dich und vor allen Dingen, ja, also auch von der persönlichen Ebene, was war denn, ich sag mal, auch irgendwie hemmend oder belastend und was war denn anders wie bei einem normalen Berufseinstieg? Also Moment, erstmal muss ich noch kurz was richtigstellen. Es ist nicht empirische Demografieforschung, sondern empirische Demokratieforschung, was ich gemacht habe. Oh. Eine kleine Silbe vertauscht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Zu deiner Frage. Naja, also ich sage immer, ich kenne es nicht anders. Also ich kenne sozusagen Arbeitswelt nur unter Bedingungen der Pandemie. Ja, für mich persönlich war es so im Februar, ich erinnere mich noch, eine der ersten Veranstaltungen, zu denen ich gegangen bin, das war eine Veranstaltung, wo wir die Zoom-Software probeweise in der EKHN eingeführt haben. Und das war irgendwie, in dem Moment war noch nicht so absehbar, wie der Geist von Corona uns dann alle auch betreffen würde. Und es war aber irgendwie bezeichnend, dass das einer der ersten Momente war, weil das hat uns natürlich maßgeblich auch in den nächsten Monaten und im ganzen letzten Jahr halt enorm begleitet. Und wir haben da ganz viele Erfahrungen mit diesen Formaten gesammelt.
Ja, der Einstieg war erstmal natürlich erschwert, wie du ganz richtig sagst. Präsenzveranstaltungen kenne ich jetzt aus dem Berufsleben nur ganz, ganz kurz. Ich habe im Prinzip nur eine Konferenz Präsenz mitgemacht und dann war digital angesagt. Ja, es war ja schon auch irgendwie merkwürdig, aber ich glaube, da geht es mir wie ganz, ganz vielen, dass man sich da auch ein bisschen erstmal darauf einstellen musste, dass sozusagen auch Netzwerken, Kontakt herstellen über digitale Medien natürlich ein ganz anderer Zugang ist. Also das erstmal so von der persönlichen Seite war das ja irgendwie schön, weil man sich damit irgendwie auseinandersetzen durfte und konnte. Auf der anderen Seite natürlich schon auch nicht so, wie man sich's eigentlich gedacht hatte. Ja. Zumal das war jetzt nach dem Studium oder ist ja deine erste Stelle nach dem Genau, Studium, oder? Ich bin quasi ganz frisch gestartet. Ja, also ja, das ist echt spannend, genau. Was waren denn so besondere Herausforderungen, oder denen du da begegnet bist? Also ich meine, man hat ja ein bestimmtes Bild, wie man in die Berufswelt auch startet und du hast auch schon gesagt, deine erste Veranstaltung, das war ja Vorstellung der Zoom-Software. Also ich kann mich noch erinnern, wir benutzen ja Zoom im Zentrum Bildung schon viel länger für die Bildungsformate, schon seit mehreren Jahren. Und als ich im vorletzten Jahr so durch die ganzen Konferenzen getingelt bin, auch hybride Veranstaltungen vorgestellt habe, Zoom vorgestellt habe im Rahmen der Zugänglichkeit, der Barrieresenkung, hieß er, ja, schön und gut, aber das werden wir sowieso nie brauchen. Ne? Und ja, dein erster Akt war dann im Prinzip schon die offizielle Vorstellung der Videokonferenzsoftware als Standardkommunikationsmittel. Aber wie gesagt, was waren dann so die besonderen Herausforderungen oder auch so Merkwürdigkeiten, denen du dort begegnet bist? Naja, also erstmal auf einer also so am Anfang geht es ja erstmal darum, wirklich auch Leute kennenzulernen. Und dadurch, dass wir ja im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung in Mainz sitzen, die EKHN-Verwaltung in Darmstadt, ihr sitzt auch in Darmstadt, soweit ich weiß, mit dem Zentrum Bildung, ist es natürlich so, dass das enorm erschwert wurde, weil man einfach sozusagen nicht direkt in Kontakt gekommen ist. Darüber hinaus war es dann halt, naja, auch erstmal eine Schwierigkeit, da zu vermitteln. Also auch am Anfang ging es erstmal darum, klarzumachen, auch den KollegInnen oder klarzumachen, da zu unterstützen, die Softwares zu benutzen, dass sozusagen das Arbeiten auch möglich ist. Also da auch ein bisschen beratend dabei zu sein. Zu schauen, ja, wie funktioniert jetzt eine Videokonferenz-Tool, wie funktionieren aber auch andere digitale Tools, die man dann sozusagen in der Arbeitswelt, Cloud-Lösungen etc. pp. Gut einsetzen kann, sinnvoll einsetzen kann. Das waren so am Anfang eigentlich so die ersten Dinge, die herausfordernd waren, aber auch Spaß gemacht haben, weil man dann eben sozusagen auch gemerkt hat, wie schnell das dann auch fruchtet. Also wie schnell sich sozusagen diese Arbeitsprozesse dann auch einspielen. Das ist total erstaunlich gewesen und dass da die ersten Sorgen auch teilweise, das hat sich im Nachhinein, glaube ich, bei vielen auch herausgestellt, auch unberechtigt war. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass viele in Videokonferenzen seien, ist natürlich auch nicht für alle immer das Allerschönste. Also es hat natürlich alles immer auch zwei Seiten. Ja, also da würde ich aber auch die Frage gerne auch mal an unsere Teilnehmer hier in Zoom oder auch im Facebook-Stream geben. Ich sehe ich auch einige bekannte Namen. Freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, wie war es denn bei euch? Ich sag mal so, wenn ihr jetzt mal so ein Jahr zurückguckt, wie hat sich denn vor allen Dingen euer Arbeitsalltag verändert? Gab es große Einschneidungen? War das alles gar kein Problem? Wollt ihr eh perfekt, also es sind ja viele kirchliche Mitarbeiter, sind ja alle eh perfekt ausgestattet mit Kamera, Mikrofonen, Highspeed-Internet und ja, wie war das bei euch? Möchte vielleicht jemand auch mal so seine Eindrücke schildern? Vielleicht einfach mal kurz winken, melden, dann würde ich euch hier mal mit dazu schalten oder in den Chat schreiben. Ja. Die Annalena, Herr Mani, hallo, ich hole dich mal mit dazu. Hallo Annalena, lange nicht mehr gesehen. Hallo. Ja, das stimmt. Genau, ich habe im Hey. Wesentlichen drei Beobachtungen. Einmal, Ja. ich weiß nicht, was ich gewesen wäre ohne die Edu-Talks am Anfang. Es ist eigentlich auch ein Zeichen der Dankbarkeit, dass ich jetzt hier heute dabei bin. Genau, also das war alles für mich fernab von irgendwo und inzwischen ist es so selbstverständlich. Und also Zoom zu verwenden, Tag und Nacht, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Genau, aber das war für mich völlig unbekannt vorher. Genau.
Das ist das eine. Das andere ist, man ist räumlich entfernt und näher zusammengerückt. Dadurch, dass es zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel ist der EKHN-Stammtisch der Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen. Menschen, denen ich noch nie live begegnet bin, mit denen ein sehr regelmäßiger, super guter, wertvoller Austausch entstanden ist. Und das ist einfach eine enorme Chance. Ich hoffe irgendwie auch, dass es ein Stückchen weitergeht in die Richtung. Ich finde das sehr schön gesagt, räumlich getrennt, näher zusammengerückt. Also find ich ein sehr schönes, sehr schöne Formulierung. Digitale Nähe. Genau, sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, danke, mühsam, Annalena. Ich habe noch zwei Punkte. Ja, gerne. Mühsam finde ich tatsächlich, Formate wie zum Beispiel eine Juleika-Schulung in online hinzukriegen. Weil das ist doch nochmal einen Schritt weiter und in Präsenz kann ich die Dinge auch nachts im Schlaf halten. Das mache ich seit Jahren und in Online ist es einfach ein Stück aufregend. Zumal, und jetzt kommt mein Ding, ja, die Jugendlichen, meine Zielgruppe, ja, einfach Welten weiter sind in der Digitalisierung. Die haben da auch einen gewissen Anspruch und das kostet immer noch ganz schön viel Kraft, die ich eigentlich gerne anders in die Beziehung zu den Jugendlichen stecken würde. Und das, weiß ich noch keinen guten Zugang. Und leider ein ganz, ganz großes Thema ist, ich arbeite in einem Sozialraum, der nicht so gut aufgestellt ist. Ich finde, die zunehmende Digitalisierung ist einfach, zeigt die Bildungsarmut, dass die Kids und Jugendlichen, die sonst in Präsenz bei mir sind, die erreiche ich digital leider gar nicht. Und das heißt, ich muss nach wie vor aufsuchend arbeiten. Also, was das für die Bildungschancen in der Schule für diese Kinder hat, da bin ich mit vielen Menschen im Gespräch. Ja, ich habe iPads angeschafft, die kann man sich ausleihen bei mir, aber das ist noch nicht die Lösung für alles. Also die haben leider kein WLAN zu Hause und damit können sie auch nicht an Klassenkonferenzen teilnehmen. Das sind ganz simple Beispiele. Ja. Ich höre jetzt Mikrofon, was jetzt hier mitredet. Gibt es da noch einen Wortbeitrag? Nee, scheinbar nicht. Okay. Genau, aber was du ja sagst mit den iPads, das ist ja jetzt so ein Phänomen, was wir jetzt ja vor allen Dingen auch viel in Schulen auch sehen. Also Technik allein ist nicht die Lösung der Digitalisierung. Da steckt noch eine ganze Menge dahinter. Und da, ich glaube, da stehen wir jetzt auch sehr am Anfang einfach noch langfristige Konzepte zu entwickeln. Ich glaube, im Moment haben wir sehr viel reagiert. Viele, viele Menschen haben sehr gut reagiert. Ja, aber ich glaube, das geht weiter und das muss weitergehen. Und da bin ich auch mal gespannt, was wir denken, wie es weitergeht. Ja, danke erstmal Annalena für den Beitrag. Wie gesagt, wenn weitere Wortbeiträge sind, einfach kurz melden und ich schalte euch dann hiermit dazu. Ja, Lukas, du siehst das Ganze ja auch nochmal aus einer, ich sag mal, beruflichen Perspektive. Wir hatten da gerade mal schon den Punkt Gesellschaft, also inwieweit etwas sich verändern musste. Das heißt, da sind Prozesse in Gang gesetzt worden. Wie hast du diesen Prozess in dem letzten Jahr wahrgenommen, so aus der Metaperspektive, sage ich mal? Naja, also ich sag mal so, am Anfang war schon ein wenig eine Unsicherheit da. Ne? Also so im ersten Schritt, ja, wie macht man das denn überhaupt? Wie geht es, diese Umstellung? Und ich glaube, wofür ich auch immer dann gleich geworben habe, war einfach ausprobieren und machen. Und anstatt sozusagen das sozusagen aufzuschieben und versuchen, alles perfekt zu machen. Ich glaube, das Schöne an digitalen Technologien ist, dass man da einfach erstmal auch rumprobieren kann. Die sind inzwischen so, dass man eigentlich auch nichts kaputt machen kann. Das ist, glaube ich, erstmal so immer ganz gut. Aber es ist natürlich, und ich glaube, dass die Beobachtung von Annalena, dass sozusagen die Umstellung der Art und Weise, wie man Themen oder Inhalte vermittelt. Das ist glaube ich, eine der großen Schwierigkeiten, wo aber jetzt ganz, ganz viele Erfahrungswerte sozusagen zustande gekommen sind. Und das ist sozusagen im Prinzip auch so den Prozess, den ich beobachtet habe. Also sozusagen erst eine gewisse Unsicherheit. Du hast es auch angesprochen, was ich nicht erwähnt habe, das mit der Ausstattung. Das musste erstmal geklärt werden, also damit überhaupt das Equipment da war. Als das dann da war, dann hat man sich rangetraut, einfach mal auch was auszuprobieren. Dann sind Erfahrungswerte, dann sind Austauschräume entstanden. Und inzwischen haben sich sozusagen die Tools eingespielt. Es war ja im letzten Jahr sehr viel oder
immer mal wieder von Digitalisierungsschub die Rede. Und ich glaube, das ist genau das, was passiert ist. Also wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass sozusagen der Digitalisierungsschub bedeutet, dass wir jetzt auf einmal in einer total digitalisierten Welt leben oder in einem total digitalisierten Land, sondern es ist eher so, dass sich eben Fähigkeiten ausgebildet haben. Das ist jetzt sozusagen meine gesellschaftliche Beobachtung, dass da einfach über das Jahr hinweg Kompetenzen entwickelt wurden mit dem Umgang mit den Programmen, mit dem Equipment etc. Ja, wobei, also ich habe ja auch beobachtet, dass es zu, ich sag mal, ja, zu so einer unterschiedlichen Wahrnehmung auch, ich sag mal, gekommen ist, vor allen Dingen seitens, ich sag mal, Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer, weil dieser Punkt, also mit der Ausstattung, mit der perfekten Ausstattung, das war natürlich mit einem zynischen Augenzwinkern auch, ich sag mal, getätigt, weil ich auch immer wieder in meinen Fortbildungen und Angeboten sehe, dass eben diejenigen, die digitale Bildung machen sollen, nicht entsprechend ausgestattet werden oder ausgestattet sind. Und oft ist einfach die Erwartung da, macht digitale Angebote, digitalisiert eure Angebote, aber es darf bitte nichts kosten. Und es ist halt einfach so, Digitalisierung kostet Geld. Ja, und bestimmte digitale Tools, ob ich jetzt zum Beispiel Zoom nutze mit einem virtuellen Hintergrund, ob ich da jetzt präsentiere, ob ich jetzt so Realtime-Whiteboards benutze, die haben einfach bestimmte Systemvoraussetzungen. Das ist einfach so. Ich kann auch nicht in der ländlichen Jugendarbeit mobile Jugendarbeit zu machen, ohne einen fahrbaren Untersatz zu haben. Und wenn mein Arbeitgeber mir dann auf dem Land für meine Jugendarbeit einen Zweisitzer-Smart zur Verfügung stellt, ist mir damit auch nicht geholfen. Ja? Also das heißt, wir brauchen schon eine gute Infrastruktur. Und ich finde, jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt für so eine Lobbyarbeit zu sagen, wenn wir digitale Bildung machen sollen, dann brauchen wir. Und ich glaube, das ist immer noch ein Prozess, der immer noch stattfindet. Ich sehe die Beatrix 7, die meldet sich gerade. Und ich hole dich hier gerne mal mit dazu. Ja, hallo Beatrix. Also ich melde mich mal aus Koblenz. Im ISO-Institut haben wir viele Veranstaltungen gemacht, gerne auch mit der katholischen Erwachsenenbildung, die ist nämlich unser Nachbar in Koblenz und wir haben viel Präsenzveranstaltungen gemacht. Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen und natürlich einfach, dass Menschen miteinander im Austausch eben auch im semi-öffentlichen Raum immer noch konsumfrei auch mal miteinander Dinge erleben. Das ging ja nun gar nicht mehr und deswegen melde ich mich jetzt auch zu Wort, weil ich glaube, die größte Klippe, die es zu besteigen gilt, ist tatsächlich diesen Austausch weiterhin zu bekommen. Also ich glaube, rückblickend auf das Jahr, wir sind uns alle einig, dass wir jetzt die Informationswelt in den virtuellen Raum gestupst haben, dass wir damit auch einigermaßen klarkommen, dass wir nicht mehr in Schweiß ausbrechen, wenn wir in ein Zoom-Meeting hineingehen und Angst davor haben, dass unsere Kameras oder Mikros total versagen. Ja, also irgendwie, das hat ja eine kleine Gewohnheit. Aber ich habe viele Meetings bisher erlebt und ich mache da keinen Vorwurf, sondern es ist einfach nur meine Wahrnehmung. Da ist der Informationsteil sehr präsent, aber das Miteinander, das leidet. Und auch der Kontakt natürlich, ja, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, in einer kleinen Runde, in einer Präsenzrunde, dann kann ich den Kontakt herstellen, nicht nur beim Kaffee, sondern auch, indem ich auf einen Redebeitrag oder auf einen speziellen Diskussionspunkt oder ein Anliegen ganz, ganz detailliert eingehe. Aber in der virtuellen Welt, ja, auch in den großen, Aufschlägen, da ist das nicht mehr möglich. Also der Einzelne geht da ja ein Stück verloren. Und ich habe jetzt in diesem Jahr, und das ist mein Beitrag, lange eingeleitet, ich habe festgestellt, dass es nicht anders geht, als dass immer wieder Gruppenarbeiten stattfinden. Also dass man aus dem großen Setting immer in kleine geht, damit wenigstens die kleinen Gruppen mal ein Gefühl von Miteinander bekommen. Und das wollte ich einfach jetzt hier beitragen, dass wahrscheinlich hier vielleicht auch noch neue Tools kommen könnten, aber dass deswegen auch die Wahl auf Zoom gefallen ist, die da recht komfortabel das erlauben, auch wenn Sicherheitsaspekte vielleicht fragwürdig sind. Und die Erfahrung heißt einfach kollaborieren oder miteinander tatsächlich kleinstgruppenmäßig Dinge erarbeiten. Das ist meines Erachtens
das Einzige, was eben auch die wirklich menschliche Nähe dann auch irgendwie auch vermittelt. Und da wird direkt meine These bestätigt, denn da wurden nämlich total gute Erfahrungen schon gesammelt, nämlich genau das mit den Breakout-Sessions. Das ist nämlich genau so etwas. Das finde ich ganz spannend, weil da ist genau der Erfahrungswert gesammelt. Also wie kann man das sozusagen hinbekommen, auch über die digitalen Räume sozusagen Nähe oder auch mehr Austausch generieren, indem es kleinere Runden sind, indem sozusagen wirklich aktiver sozusagen darauf Wert gelegt wird, dass man schaut, wie kann das zustande kommen. Aber jetzt, Tobias wollte eigentlich ansetzen und jetzt bin ich einfach so reingegrätscht. Alles gut, Lukas. Ich muss da schon die ganze Zeit das so kleines Schmunzeln, ich sag mal, verkneifen. Das ISO-Institut, das ist jetzt nicht ein Institut für empirische Tatsachenfeststellung. Also das ist so, oder? Vielleicht sagst du nochmal gerade, wofür das ISO steht. Das ISO vom Wording steht für Institute for Social and Sustainable Economics, das heißt regional verantwortlich nachhaltiges Wirtschaften oder aber auch in der Art und Weise, wie wir die Räumlichkeiten nutzen, ja nach neuen Ideen suchen, wie gesellschaftliche Transformation funktionieren kann, mit sozialen, aber auch nachhaltigen Aspekten im Blick. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr angefangen mit zwei großen Veranstaltungen, die Scientists for Future zusammen mit ISSO und der Hochschule Koblenz Klimawandel, sag mal, diskussionswürdig zu machen. Wir haben mit zwei Themen angefangen und das waren auch Präsenzveranstaltungen. Und dann sind wir in die digitale Welt gegangen und haben Gott sei Dank dann monatlich eine Veranstaltung zwar durchgeführt, aber ins Netz gestellt, gestreamt heißt, live gestreamt. Und dann sind, was ich ganz schön finde, ich habe gerade gestern die Aufstellung für den Newsletter nochmal gemacht. Ja, wir haben sonst in den Jahren 6.000 Besucher im Dreikönigenhaus zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und wir kommen jetzt so auf ungefähr 3.000 bis 4.000 virtuelle Besucher, weil wir diese Veranstaltungen dann monatlich auch in den YouTube-Kanal gestellt haben. Das ist ein kleiner Trost. Ja, es ist aber nicht das Wirkliche, was ISSO will. ISSO will ja auch eine Art Austausch, ein voneinander, miteinander lernen. Und das ist auch bei diesen Veranstaltungen wirklich zu kurz gekommen. Es geht ja dann die Beiträge, die Diskussion über Chat oder E-Mail. Aber es ist einfach nicht vergleichbar. Richtig. Aber das, was du gesagt hast mit diesen im Prinzip mit der Formatfrage, das ist etwas, was ich beobachtet habe, was sich auf mehreren Ebenen im letzten Jahr entwickelt hat. Also zum einen von der konzeptionellen Ebene, dass eben auch, ich sag mal, immer mehr durchdringt, dass wir digitale Veranstaltungen nicht genauso durchführen und planen können wie analoge. Also dieses 1:1 Übertragen von analog zu digital, das funktioniert einfach nicht. Das sehe ich denn gerade auch bei Synoden oder längeren Tagen und Konferenzen, wo dann wirklich über Stunden Redebeiträge sind, ohne Interaktionsmöglichkeiten. Und ich meine, das ist ja auch vollkommen klar. Die Menschen, nicht jeder hat wirklich einen ergonomisch gestalteten Computerarbeitsplatz. Viele nehmen dann irgendwie über ein Tablet, über ein Laptop-Teil, haben dann irgendwie so eine eingeschränkte oder eine beschränkte Körperhaltung, leicht nach unten gucken. Das gibt einfach Schmerzen, das senkt die Konzentrationsfähigkeit und das gibt einfach ganz viel, was gegen dieses 1:1 spricht. Und was ich auf der anderen Seite sehe, es sind in den letzten Monaten sehr viele Videokonferenz-Tools entstanden, wie zum Beispiel Spatial-Chat oder Wonder.me, die ja genau diesen informellen Teil aufgreifen, die ja eben sagen, Videokonferenz ist nicht nur oder soll nicht nur einer spricht, alle hören zu in einem zweidimensionalen Raum sein, sondern so dieses in der Videokonferenz nochmal einfach so mal kurz zur Seite gehen, Seitengespräche ermöglichen, informellen Austausch ermöglichen und das wird immer mehr, wird das aufgenommen. Mhm. Und wenn man jetzt mal sieht, Zoom hatte schon von Anfang an, glaube ich, diese Breakout-Session, also zumindest seit ich es auch benutze, WebEx und Teams, die rücken alle nach. Das heißt, die großen, die haben auch erkannt, so diese Kleingruppenräume, das ist einfach wichtig. Und solche Dienste wie Wonder oder Spatial, die schaffen es halt auch einfach in einer Ebene, mehrere Räume unterzubringen. Also ich glaube, da tut sich unheimlich viel, weil nicht nur wir im Bildungsbereich, sondern vor allen Dingen auch die Wirtschaft erkennt, dass das Digitale
Potenzial hat und auch weiterentwickelt werden muss. Also das heißt, die Wünsche und die Bedürfnisse, die da sind, werden weiterhin umgesetzt. Also ich gehe zum Beispiel auch stark davon aus, dass es demnächst, also im Laufe des Jahres zumindest, eine automatische Übersetzungsfunktion geben wird in Videokonferenztools. Dass ich hier Englisch rein oder Deutsch reinspreche und es dann in Wiesbaden Hessisch rauskommt. Oder so. Das ist genau. Ja, schön. Ja, aber eine Ergänzung machen, dann höre ich auf, weil da sind vielleicht noch viele, die auch was sagen wollen. Wir haben, weil wir auch Weiterbildungsangebote machen, haben wir tatsächlich, zusammen mit dem Tom Fiedler, auch eine kleine Online-Weiterbildungsmaßnahme, wie moderiere ich erfolgreich, weil das Moderieren heißt ja, es übernimmt jemand die Verantwortung. Ja, und ich halte das im digitalen Raum für noch wichtiger als im Präsenzraum. Da halte ich es auch für wichtig. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich erlaubt, gewisse Kontroversen diskutieren zu wollen. Und das fand ich immer sehr lebendig und auch wichtig in unserer Gesellschaft. Aber im digitalen Raum ist es noch wichtiger, weil letztendlich in der Art und Weise immer wieder darauf zu achten, dass jetzt Kontakt passiert, dass eben Interaktion möglich ist und dass das nicht zu passiv wird, das ist eine vollständige Rolle. Und da kann man auch viel Visuelles mit reinnehmen. Und da habe ich mit dem Tom Fiedler, der so ein Graphic Recorder ist, also so ein visueller Gestalter, haben wir uns da einfach zusammengetan und was kreiert, was helfen soll, dass man sich das traut. Denn ich finde, du hast ganz recht, Tobias, es ist ganz viel entstanden, aber ich empfinde das auch als einen Dschungel im Moment. Ja, also ein Dschungel, wo ich mich auch selber als Moderatorin wirklich erstmal ein bisschen navigierend durchwursteln muss und dann das ein oder andere ausprobiere, damit ich da so arbeiten kann, wie ich es in Präsenz gewohnt war. Ja. Der Punkt mit Moderation finde ich super spannend, weil die Funktion des Hosts hat nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, die es in Präsenzbereich ja nicht so gibt. Also jemand, der sich auch hauptsächlich erstmal nur um die technischen Fragen sozusagen kümmert und den Überblick bewahrt. Also sozusagen das ist immer das Erste, wenn irgendjemand auf mich zukommt und mich fragt, ja, wie macht man denn sowas im Digitalen? Dann sage ich immer, es kommt auf die Gruppengröße drauf an. Aber ab einer bestimmten Gruppengröße ist es auf jeden Fall empfehlenswert, noch zusätzliche Leute sozusagen Manpower zu haben, die sich sozusagen um die Technikfragen kümmern. Ja. Und einfach einen Überblick über die Personen haben, dass alle ihre Mikros aushaben und etc. pp. Und genau, das ist wirklich eine der wichtigen Herausforderungen. Ja. Ja, danke, Lukas. Genau, also Moderation natürlich sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich möchte da eigentlich nur noch hier auch auf unser Fortbildungsprogramm vom Fachbereich hier auch aufmerksam machen unter erwachsenenbildung-ekn.de. Da haben wir wirklich zahlreiche Fortbildung. Im Moment, wir machen ja nur noch Digitalfortbildung, aber auch sehr, ich sag mal, längere Fortbildung zum Thema Moderation, Selbstdarstellung. Letztendlich, es ist ja auch eine Inszenierung, die ja auch zur Professionalisierung mit dazugehört. Ich meine, YouTuber inszenieren sich, im Fernsehen wird inszeniert und natürlich ist dann die Frage, wann wir mit unseren Formaten auch anfangen mit der Inszenierung. Wobei das natürlich jetzt eine spezielle Frage ist, wann die anfängt, wann sie aufhört, aber das soll ja heute auch nicht Thema sein. Wir wollten ja über die digitalen Herausforderungen sprechen und wo wir uns vor allen Dingen auch vielleicht in 1, 2, 3 Jahren auch nochmal sehen. Ja, ich sehe gerade im Facebook-Chat sind auch noch mal ein paar Rückmeldungen und auch ein tolles Lob. Vielen Dank, Adinet Südhessen, für die tolle Rückmeldung. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Genau, Lukas, was denkst du denn? Wir wollen jetzt mal nochmal auf diese Entwicklung schauen. Das heißt, viele mussten sich jetzt, mit digitalen Bildungsveranstaltungen notgedrungen beschäftigen. Mit digitalen notgedrungen, wo analog ging ja gar nicht mehr. Gehen wir jetzt mal ganz naiv davon aus, durch den Impfstoff wird alles gut. 2022 haben wir nichts mehr mit Corona zu tun. Wie wird es deiner Meinung nach weitergehen? Analog wie bisher, war digital ein Notnagel oder haben wir, wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die auch den Arbeitsalltag langfristig verändern werden? Naja, der Blick in die Glaskugel ist immer sehr, sehr schwierig. Aber ich kann ja vielleicht mal sagen, was ich mir wünschen würde. Vielleicht mal so rum.
wo, glaube ich, auch ganz, also ich werde jetzt auch keine unrealistischen Wünsche sagen, also deswegen passt das wahrscheinlich dann auch ganz gut zusammen. Also ich würde mir wünschen, dass genau diese digitalen Formate und auch das Videokonferenz-Tools an den Ecken und Enden, wo es für sehr sinnvoll erachtet wird, also wo Gruppen zusammenkommen aus dem ländlichen Raum, wo ganz große geografische Distanz da ist und kleine Absprachen, das klappt super ausgezeichnet auch über digitale Videokonferenz-Tools und ich hoffe, dass es da erhalten wird und auch aus Nachhaltigkeitsaspekten heraus. Also weil, wenn wir über Potenziale der Digitalisierung sprechen, dann ist gerade Videokonferenzen, der sozusagen die Mobilität erleichtern kann oder abschwächen kann, das ist ein enormes Potenzial. Also da sind auch die Zahlen relativ eindeutig. Oder sehr eindeutig, dass das einfach weniger weniger Treibhausgase verursacht. Das wäre sehr wünschenswert, wenn das einfach passiert, weil es auch, glaube ich, die langen Wege, das ist eine enorme Belastung für viele Leute und man ist dann, sitzt die ganze Zeit im Auto oder im Zug und die Zeit kann man sinnvoller nutzen, wenn es jetzt nur um eine Dreiviertelstunde Absprache geht. Also wenn man sich das sparen kann. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir außerdem wünschen, dass das Stück weit vielleicht auch, bei dem einen oder anderen ist vielleicht eine gewisse Technologie-Euphorie auch entstanden oder auch einfach so ein bisschen hat Spaß gemacht, ein bisschen Lust auf mehr, wenn sich das auch erhalten würde. Also weil ich habe in sonst immer sehr, sehr viel Technik-Skepsis erfahren und ich würde mir wünschen, dass sozusagen da sozusagen auch die ein bisschen abgebaut würde. Das jetzt mal so als zwei Punkte, die mir jetzt so spontan einfallen. Vielleicht kannst du ja auch ergänzen, Tobias. Du hast ja auch eine Meinung. Also ich glaube, ich wäre in meinen Wünschen ein bisschen großzügiger als du. Also ich wünsche mir wesentlich mehr. Ich wünsche mir nämlich, dass die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, natürlich auch langfristig sich im Arbeitsalltag auch widerspiegeln. Und wir haben ja in verschiedenen Bereichen haben wir Erfahrungen gemacht. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass dezentrales Arbeiten, mobiles Arbeiten funktioniert. Ja, ich war schon immer ein Freund von Homeoffice. Das lag auch mal daran, ich hatte schon immer weite Strecken. Ich wohne in Bad Kreuznach, ich habe in Worms gearbeitet, ich habe in Darmstadt gearbeitet. Allein Darmstadt ist ein Weg 90 Kilometer. Ja. Und da begrüßt man natürlich auch die Möglichkeit, nicht fahren zu müssen. Allein öffentlicher Nahverkehr, das sind 2,5 Stunden von Tür zu Tür. Das sind 5 Stunden am Tag. So. Und dann ist natürlich klar, man fährt dann lieber die Dreiviertelstunde oder Stunde dann morgens mit dem Auto. Ist zwar ökologisch irgendwie für die Sau, aber ich sag mal vom Zeitmanagement okay. Aber die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass dezentrale Arbeiten ist überhaupt gar kein Thema, das mobile Arbeiten. Und ich glaube, es gibt sehr viele Arbeitsbereiche, wo das nicht geht, wo man vor Ort sein muss. Also Feuerwehr, Rettungssanitäter oder sowas in der Art. Aber es gibt sehr viele Bereiche, wo es einfach möglich ist. Und da würde ich mir wünschen, dass das mehr umgesetzt wird, dass wir daraus lernen, was ja auch Arbeitsplatzgestaltung angeht. Allein dieses Konstrukt, wir brauchen ein großes Haus und für jede Teilzeitkraft ein eigenes Büro. Ja, das ist doch Ressourcenverschwendung. Also ich glaube, da macht uns die Wirtschaft auch mit Coworking Spaces oder auch mit anderen Arbeitsplatzmodellen ja auch schon länger, zeigt sie auch, wie es anders gehen kann. Und da hoffe ich mir, dass wir dort flexibler werden. Ja. Natürlich auch, was Digitalisierung angeht, Videokonferenz, du hast es gesagt, also ich finde, das ist so viel, ist machbar über Videokonferenzen. Ich wünsche mir, dass sich mehrere Leute eher entschleunigen, weil ich beobachte, dass dieser Druck, der dadurch entsteht, schnell mal in ein Meeting zu können und dann direkt im Anschluss direkt ins nächste Meeting zu können, dass das einfach einen Stress verursacht. Und in einem analogen Tag würde niemand bei sich im Haus wirklich mehrere Meetings direkt in Folge machen, sondern man achtet ja auch auf Pausen. Und diese Pausen, die beobachte ich, gehen bei vielen Menschen auch verloren. Ich erlebe sogar Leute, die sind dann in 2 Videokonferenzen gleichzeitig. Und ich glaube, da müssen wir auf der einen Seite natürlich die Energie nutzen und weiterentwickeln, auf der anderen Seite aber auch eine Entschleunigung auch fördern. Denn letztendlich geht es ja auch um die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden, was wir auf jeden Fall so eine Balance finden müssen.
Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich wünsche mir zum Schluss, also abschließend auf meiner Wunschliste, einen neuen Standard für barrierearme Veranstaltung oder für Zugänglichkeit. Es hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren etabliert, dass größere Veranstaltungen immer online gestreamt wurden. Also dass die Leute, die nicht vor Ort sein konnten, zumindest zugucken können. Und da wünsche ich mir, dass aus dem Zuschauen ein Mitmachen wird. Und das ist ja durch hybride Methodik, auch über Zoom, über Einbindung, ist das ja möglich. Das ist ein Denkprozess. Und da hoffe ich, dass wir da auch weitergehen. Ich kann dir in allen Punkten zustimmen. Also da sind wir gar nicht so weit. Also dann, das ist schön. Was ich noch ergänzen wollte, ist, es gibt ja dieses Konzept der the Fear of Missing Out. Und als du gerade davon gesprochen hast, dass man auf mehreren Sachen parallel sogar teilweise stattgefunden hat, das ist, glaube ich, da, das erklärt das vielleicht so ganz gut. Und ja, also genau, Entschleunigung geht auch mit, also gerade dadurch, also dass man sich sozusagen, wenn man sich auf der einen Seite die, also ist ja irgendwie ein bisschen paradox, man spart sich die Anfahrtszeit und ist dann aber trotzdem so gestresst, weil man sozusagen von Meeting ins Meeting hineinsteuert. Ja. Aber ich glaube, da haben jetzt auch ganz, ganz viele Leute da auch berichtet, dass sie jetzt sagen, ich muss Pausenzeiten aktiv mitdenken. Genau, richtig. Ich würde dann die Frage einfach auch gerne nochmal, ich sag mal, an die Teilnehmerinnen, Teilnehmer auch weitergeben, gerne per Facebook-Chat oder auch per Meldung. Gibt es hier konkrete Wünsche, was wir aus dieser Digitalisierungszeit jetzt ziehen, aus dem letzten Jahr ziehen, was sich mittellangfristig in unserer Arbeit verankern und widerspiegeln soll? Gerne per Chat, per Kommentar, per Wortmeldung. Beatrix 7 habe ich, glaube ich, gerade gesehen, hat sich gemeldet. War das ein Zucken, Beatrix, war, ja, oder eine Wortmeldung? Ja, ich gehe gerne noch mal drauf ein. Ich glaube, ich habe von der Fraunhofer Gesellschaft, ich bin aber nicht sicher, legt mich nicht fest. Es gibt im Moment da aktuell auch wieder eine Aussage, die sagt, 80% der Arbeitgeber sind daran interessiert, für die Zukunft digitale Meetings, zumindest hybrid, mit in die weitere Planung einzubinden. Und ich glaube, was es braucht, ist mehr Kenntnis darüber oder Einschätzungsvermögen, wann es wirklich auch die Vorteile des digitalen Meetings einfach selbstverständlich für effektive Entscheidungen oder effektiven Austausch nutzt und wann man trotzdem nicht auf Kontakt verzichten sollte. Denn wenn Vertrauen erstmal gebildet werden muss, dann kann aus meiner Sicht ja nicht auf Kontakt verzichtet werden. Und aber in anderer Hinsicht, wenn ich so Projektarbeiten ja weiterbringen will, wo das Vertrauen schon gelegt ist vielleicht oder wo gerade keine Konflikte sind und nur der Informationsaustausch zählt, dann kann das ja sehr sinnvoll sein. Und da möchte ich gerne an Lukas nochmal anknüpfen, denn es ist ja wirklich auch schon ausgerechnet worden, wie viel CO2 wir gespart haben im Corona-Jahr, dadurch, dass wir jetzt in der digitalen Welt miteinander konferieren und nicht für 100 Kilometer ins entweder Auto steigen oder auch wenn wir nur in die Bahn steigen und dann aber vielleicht ein Taxi nehmen oder so. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen in die Köpfe der Menschen gegangen. Und es wird noch mehr gehen, denn wenn es nur 3 Monate gedauert hätte, ja, dann wäre es schon wieder raus und wir wären zurückgekehrt, wie so im Gummizug zur alten Gewohnheit. Aber jetzt das ganze Jahr wird sich noch so hinziehen und dann haben wir es zur Gewohnheit werden lassen. Und das ist psychologisch genau das, was es dann braucht, dass Veränderung passieren kann. Kurz mal eine Rückfrage, wie die Einschätzung ist, ob sozusagen, also weil ist es ja gezwungenermaßen so, also die Mobilität war ja nicht möglich, Stichwort Flugreisen. Wie ist da Ihre Einschätzung, wie das sozusagen zurückkommt? Also weil der Flugverkehr, ich habe es neulich mal nachgeguckt, ist um das 2,5-fache in einem rasanten Zeitraum gewachsen zwischen, bis 2017, ich weiß nicht mehr, was genau die Spanne war, ist aber enorm gewachsen. Und da ist natürlich schon die Frage, inwiefern das natürlich auch zurückkommt. Das würde mich einfach interessieren, wie Sie das einschätzen. Ja, gerne. Also ich glaube, es stehen ganz viele in den Startlöchern, eine Reise zu buchen. Und da werden sie auch fliegen. Ja, aber es sind ganz viele auch nicht mehr bereit für ein Meeting, jetzt ganz schnell irgendwo hin zu jetten oder zu fahren. Das wird sich unterscheiden.
Ja, also ich glaube nicht, dass, also ich glaube schon jetzt auch, dass Menschen in dem Moment, wo eine gewisse Entwarnung kommt, sofort ihre Reise buchen und da auch irgendwo zu ihren Traumzielen wollen und keiner darauf achtet, dass er dann den Flugverkehr vielleicht vermeidet. Aber auf der anderen Seite dieses Selbstverständliche für Meetings, das wird aufhören. Ja. Also das würde ich einfach wirklich prognostizieren und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Okay, dann danke schön für diese Rückmeldung. Die Ursula Bronnemann hat sich hier noch mit gemeldet. Was sind deine Wünsche? Meine Wünsche ist ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Und vielleicht auch an der Basis, ich muss das einfach mal so sagen, wie ich es beobachte, wie ich es initiieren, auf der Basis ist noch sehr viel Rückhalt und Vorsicht. Ich würde der Basis, den Gemeinden, noch ein bisschen mehr Mut geben, tiefer reinzugehen. Ich hatte heute Morgen die Frage von einem Kollegen, meinst du wirklich, dass wir nicht nächste Woche Konfi-Unterricht machen können? Also das sind Sätze, wo ich denke, wir müssen denen noch mal ein bisschen Mut machen, digital reinzugehen. Mhm. Okay, vielen Dank für diese Rückmeldung. Dankeschön. Ja, wie gesagt, der Volker Fey, hallo, ja. Auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja, genau. Und auch so ähnlich wie die Kollegin Annalena Hermani aus Worms, auch durch EduTalk an dieses Medium herangeführt worden. Ich wollte was zu der Frage sagen. Wie wird das denn weitergehen, zum Beispiel mit dem Flugverkehr oder mit den Dienstreisen? Ich weiß nicht, wer am Dienstag war es, glaube ich, im Auslandsjournal gesehen hat, einen Beitrag über Österreich, Bad Gastein, eine verfallene Kurstadt, wo jetzt ganz kräftig investiert wird, weil die Experten, also die Tourismusexperten, erwarten, dass die Leute jetzt nicht mehr in die Ferne fliegen. Natürlich gibt es Leute, die total heiß da drauf sind und die nichts anderes im Kopf haben, als sie müssen mal wieder nach New York oder nach Bali. Aber wahrscheinlich gibt es auch so einen regionalen Tourismus. Und das ist natürlich das, was ich mir aus umweltpolitischer Sicht wünschen würde. Aber für unsere Sitzungskultur finde ich das wirklich ganz toll, auch in dem Sinne von wegfallenden Fahrzeiten. Ich habe jetzt im Laufe dieses Jahres die Veranstaltung der Evangelischen Akademie Frankfurt, also früher Arnoldshain, wahnsinnig genossen. Ich wäre niemals abends nach Frankfurt gefahren zu diesen Veranstaltungen. Und es waren so tolle Angebote, hochkarätige Referenten. Das finde ich, das können wir so digital richtig genießen. Zurzeit hat man auch viel ein bisschen mehr Zeit abends, ne? Also weil dann die Termine wegfallen. Und eine Sitzung, genau. Genau. Ja, ja, schön. Dankeschön für die Meldung. Ja, prima. Wie gesagt, wenn noch Meldungen da sind, einfach Hand heben und ich schiebe das dann mit rein. Genau. Ja, das sind so unsere Wunschliste, waren wir jetzt ja, was sich verändert. Veränderung jetzt aber nicht nur auf den Bildungsbereich bezogen, sondern mich würde jetzt bei dir auch nochmal interessieren, wir wollen ja auch nochmal über gesellschaftliche Veränderungen reden, auch aus politischer Sicht. Gab es denn dort, ich sag mal, was Digitalisierung angeht, grundlegende Veränderungen in diesem Jahr, die du vorher vielleicht auch nicht so für möglich gehalten hast oder die dich überrascht haben? Überrascht, weiß ich jetzt nicht. Also was auffällig war, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ein Thema, das nach vorne geschoben wurde. Also in der Ratspräsidentschaft, zweites Halbjahr letztes Jahr, war das eins der Kernthemen. Kann ich auch nur empfehlen. Da gibt es ganz, ganz gute Beiträge von einer Konferenz digital auf der Seite von der Bundesregierung, wo dieses Thema wirklich sehr, sehr facettenreich auch angeschaut wurde. Das ist, denke ich, sozusagen das, was am auffälligsten ist. Ansonsten war natürlich die Politik damit beschäftigt, auch rechtliche Fragen zu lösen. Also wie verhält es sich mit möglichst einfachem Zugang versus Datenschutz? Das waren aber eher so Prozesse, wo eben Aushandlungsprozesse passiert sind und wo man auch immer noch nicht überall an jeder Ecke sozusagen auf Pfaden sind, die für alle zufriedenstellend sind. Und wir haben halt eine föderale Struktur, die hat ihre Vorteile. In dem Punkt ist es, denke ich, eher ein Nachteil, weil jeder
jedes Bundesland das irgendwie für sich auch alleine regeln muss. Und das ist einfach auch, sind komplexe Aufgaben, sozusagen das auch zu managen. Also ich glaube, das muss man auch immer im Hinterkopf bewahren. Genau, so richtig überraschend war dann natürlich auch nicht in der Pandemie, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt mehr in Digitalisierung investieren. Was dann da passiert und ob das dann sozusagen so gut klappt, das ist dann wieder eine andere Frage. Also wir haben ja die Erfahrung vom Digitalpakt und was das für Probleme hat, nämlich dass da Geld da ist, aber wenig abgerufen wird. Und das betrifft insbesondere, glaube ich, die Schulen. Also sozusagen das war, also es war mal wieder, also in meiner Ansicht, sozusagen der Hauptstrang war mal wieder ein Reagieren auf Bedürfnisse. Und wo man eben gemerkt hat, dass man da in der Vergangenheit hätte vielleicht ein bisschen ambitioniert an die Sache gehen müssen, nämlich was die Ausstattung von Schulen und anderen Lehreinrichtungen betrifft. Das war, naja, eigentlich nicht überraschend, aber es war, ja, das war so das, was im Bereich Netzpolitik letztes Jahr natürlich massiv nach vorne gegangen ist. Und dann ist es natürlich so, dass jetzt aktuell auf der europäischen Ebene der Digital Service Act diskutiert wird. Der wäre aber sowieso gekommen. Also sozusagen der stand schon in der Pipeline und da geht es um die Frage, wie man sozusagen auch die digitale Welt politisch reguliert. Also da geht es dann um Fragen, wie geht man mit Meinungsfreiheit in sozialen Medien um, wie ist das mit dem Binnenmarkt etc. pp. Also das sind so die Bereiche, die jetzt da in der Politik diskutiert werden. Okay, was vielleicht kannst du nochmal sagen, dieser Digital Service Act, was verbirgt sich dahinter für diejenigen, denen das jetzt nicht sagt? Genau, also das ist jetzt sozusagen der Versuch, auf europäischer Ebene mal sozusagen maßgeblich zu regulieren, was sozusagen in der analogen Welt ja überall passiert, nämlich Sicherheitsstandards zu setzen, Standards zu setzen. Ich habe den Punkt Meinungsfreiheit und wie weit darf das gehen, wie weit dürfen da auch private Akteure, also da geht es dann auch um die Einschränkung von den großen Unternehmen. Wie weit dürfen die auch sozusagen die Aufgaben ausüben? Also ich mache jetzt mal ein ganz plattes Beispiel. Amazon, der ihr Geschäftsmodell ist ein Markt. Ein Markt ist klassischerweise ein öffentliches Gut. Und sozusagen da ist dann sozusagen die Frage, es ist nicht die Frage, ob die das machen dürfen, das ist, denke ich, geklärt, aber unter welchen Bedingungen, und dann sind natürlich Steuerfragen etc. spielen da mit rein. Also es ist ein riesen Konstrukt, der sich dahinter verbirgt, und so kurz kann man den leider jetzt nicht auf den Punkt bringen, aber ich hoffe, ich konnte es so einigermaßen andeuten. So, wir haben jetzt eine Wortmeldung von der Anja Ostrowski. Hallo. Hallo. Hallo, ich finde das Gespräch total schön und ich gehe bei vielen Dingen total mit, gerade wenn es um so Umweltaspekte geht oder auch um Sachen wie so diesen Mut zu erhalten, digitale Formate auszuprobieren. Also das ist eine Erfahrung, die wir im letzten Jahr gemacht haben, dass immer mehr Leute immer mutiger werden, sich halt auch digital zu beteiligen oder selber digitale Formate zu starten. Dabei sehr hilfreich sind immer diese kostenlosen Formate. Ne? Also, dass ich mich halt auch irgendwie auf verschiedenen Internetplattformen weiterbilden kann und das dann auch für mich selber nutzen kann, finde ich total super. Auch Aspekte wie Vereinbarkeit, Mobilität finde ich total prima. Gerade diese weiten Strecken und also Umweltaspekt kommt dann da mit rein. Aber auch, ich kann dann bei Dingen dabei sein, wo ich normalerweise nie dabei sein könnte, ja, weil ich vielleicht andere Verpflichtungen zu Hause habe oder weil mir der Weg zu weit ist. Auch Barrierefreiheit spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle, finde ich. Da würde ich mir wünschen, mehr barrierefreie digitale Angebote auch zu haben. Ne? Also wie sieht das aus mit Gebärdensprache? Wie sieht das aus mit Transkription? Wie sieht das aus? Ne? Also so den Bedürfnissen der Menschen auch zu begegnen. Was ich gerade noch so ein bisschen im Hinterkopf habe bei dem Aspekt dezentrales und mobiles Arbeiten, ist die Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden. Weil ich mir dann nämlich denke, ne, wie ist das für diejenigen, die dann zu Hause am Tablet, auf der Couch oder am Küchentisch sitzen? Ne, was ist mit deren Arbeitsgesundheit? Was ist mit Arbeitsschutz? Also ich glaube, das ist auch noch eine Herausforderung für Arbeitgebende, da auch ihren Mitarbeitenden zu begegnen und ihnen auch Möglichkeiten zu geben, im Homeoffice gesund zu bleiben, ne? Auch was solche Sachen anbelangt, wie Resilienz aufrechtzuerhalten oder auch Pausen einzulegen und dieser Fear of Missing Out zu begegnen. Ja, vielen Dank. Tolle Rückmeldung, danke.
Lukas, du zuckst so, hast du auch eine Reaktion? Nein, okay. der Rücken, wenn er verspannt ist, und da kommen wir gleich zu den Gesundheitsfragen, dass man bewegen muss im Büro auch. Ja, so, die Beatrix, die meldet sich nochmal und dann wollen wir dann auch sie noch einmal dazu holen und dann in die Schlussgerade einbiegen. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil wir die gerade im Newsletter haben. Michael von Haufe hatte sich mit drei kleinen Antworten zu Fragen der Nachhaltigkeit geäußert und hat unter anderem auf etwas hingewiesen, weil wir eben über Flugverkehr und unsere Wünsche, in die Ferne Länder zu reisen, gesprochen haben. Also die ganzen Streaming-Angebote und die individualisierte der Netzkonsum, sage ich jetzt mal. Also damit meine ich jetzt nicht hier unsere Konferenz, sondern ich meine das gesamte Volumen der Digitalisierung und des gleichzeitigen Streamens und des Netflix-Konsumierens etc. Das macht im Augenblick doch so viel CO2 aus wie der Flugverkehr. Also wir dürfen uns da nicht auf die sichere Seite lehnen und sagen, wir reisen jetzt alle nicht mehr und sind in der Digitalisierung brav unterwegs und dann haben wir unsere Klimaprobleme gelöst. Also deswegen will ich da nochmal hinweisen, da braucht es auch ein Konzept und das fehlt mir auf der politischen Ebene, weil auch in Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, wird Nachhaltigkeit und Digitalisierung manchmal zusammen in einem Meeting verwurstelt, aber keiner versteht genau, im Kontext von Zukunft das zusammenpassen kann. Ja, also mir fehlen da die Strategien, mir fehlen da die Experten, die sich an einen Tisch setzen und was ausbaldowern. Also aus meiner Sicht haben wir da halt auch ganz, ganz große strukturelle Probleme, ne? Also und deswegen kann man das nicht auf dem Individuum auf dem Individuum ablasten. Das mit dem Streaming ist tatsächlich ein großer Punkt, was sozusagen Energieverbrauch und auch den Datenverkehr betrifft. Ich bin aber etwas skeptisch bei dem Vergleich mit dem Flugverkehr, weil also da würde ich mir die Zahlen nochmal gerne angucken, die da sozusagen gesehen sind, gelandet sind, weil da würde ich sozusagen von dem, was ich sozusagen gesehen habe, erstmal sozusagen den Vergleich erstmal skeptisch betrachten, aber da müsste man sich genauer angucken. Ich glaube, wir haben strukturelle Probleme, was das betrifft. Zum Beispiel auch, ich glaube, ein bisschen besser kann man es deutlich machen an der Frage mit der Hardware, wo ja sozusagen beim Rohstoffverbrauch enorm viel auch Menschenrechtsverletzungen an den Ressourcen sozusagen passieren, beim Abbau. Und da merkt man halt, dass sozusagen die Intransparenz im Handel dazu führt, und da sind wir ja auch dran mit dem Lieferkettengesetz etc. pp., dass sozusagen das auch schwer nachvollziehbar ist und der Bedarf ist halt da, ne? Also das sind halt einfach sozusagen auch Widersprüche, die sozusagen auf dem Informationsstand, den wir haben, nur schwer aufzulösen sind, weil es auch noch sehr, sehr wenige eben faire Produkte gibt. Und ähnlich verhält es sich in meiner Sicht auch in so Sachen wie Streaming. Denn es ist natürlich eine enorme Möglichkeit, ne? Und ich denke, da ist es immer auch ganz, ganz wichtig zu sensibilisieren, dass es vielleicht auch einfach teilweise sehr, sehr hilfreich sein könnte, sich den Film runterzuladen einmal, wenn man den häufiger angucken will. Und dadurch würde man sich zum Beispiel sehr, sehr viel dann auch einsparen. Weil man muss da auch immer abwägen. Es sind natürlich auch Sachen, die sich enorm gut einspielen und die natürlich auch für Leute ein total, also wahrscheinlich kaum mehr wegzudenken sind in ganz, ganz vielen Regionen. Also ich möchte wissen, was viele Studenten jetzt gemacht hätten, wenn sie nicht Netflix gehabt hätten. Also ich überspitze jetzt mal bewusst, ne? Also das ist natürlich schon auch eine Unterhaltungsebene und ich wäre immer vorsichtig zu sagen, man muss das sozusagen gegeneinander ausspielen. Also deswegen bin ich da jetzt auch so ein bisschen, man muss das sehr, sehr abgewogen betrachten. Nicht ausspielen, aber rechnen. Man muss es mal rechnen. Ja. Also gibt es ja auch, wird passiert, aber auch da sind eben die Rechnungen teilweise, da muss man sich die Zahlen immer ganz, ganz genau angucken, weil da sind oftmals eben auch, da sollen Ergebnisse dann auch präsentiert werden, die sozusagen dann auch ein bestimmtes Bild abbilden. Aber deswegen, da würde ich einfach sozusagen dazu ermutigen, sich das genauer, ganz, ganz genau anzugucken und kritisch zu hinterfragen, was man da auch ganz viel liest. Okay, danke schön. Ich würde an den Volker Johannes Feil nochmal weitergeben mit seiner Wortmeldung. Ganz kurz, es war, glaube ich, letzte Woche,
in der Zeitung, dass der Unterschied bei der CO2-Emission schon mal gewaltig ist, ob wir eine Telefonkonferenz machen oder eine eben solche Zoom-Konferenz, wo die Bilder mit eingeblendet werden. Also die CO2-Emission ist tatsächlich erschreckend, wenn das stimmt. Ja, also wie gesagt, wir reden jetzt aber, wie gesagt, gerade über, ich sag mal, einen Punkt, ohne irgendwelche Zahlen zu haben, über die wir reden. Also von daher natürlich, das sind alles Punkte, die gehören berücksichtigt. Aber ich glaube, bevor wir die Diskussion jetzt mit dem Schwerpunkt da drauf legen, genau, hätte ich Zahlen mitgebracht, wenn wir da jetzt sozusagen drauf gekommen wären. Und da muss man, also da komme ich auch sozusagen aus einem Studiengang, wo ich mit Statistik sehr viel zu tun hatte. Und da muss man halt eben auch, also wie gesagt, muss man das auch immer ins Verhältnis zu den richtigen Komponenten setzen. Und das wird in meinen Augen auch in den Medien zu wenig gemacht. Aber das ist ein ganz anderes Thema und eine ganz andere Debatte, die ich jetzt hier einfach beende. Dann würde ich jetzt der Anja nochmal das Wort geben. Ich bin noch so ein bisschen in dieser Debatte auch mit drin, muss ich leider sagen. Ich fand das Argument aber sehr treffend und gerade wenn es um die Nachhaltigkeit von Geräten geht zum Beispiel und auch die Langlebigkeit. Also wenn ich darüber nachdenke, wie viele Geräte ich noch hatte, die theoretisch noch lange funktioniert hätten, wenn die sich nicht irgendwann totgespeichert hätten, weil die Datenmengen halt auch immer größer werden und immer mehr Speicher auch gebraucht wird. Aber auch wenn es darum geht, also Menschen in Armut zu begegnen, die dann vielleicht gar nicht teilnehmen können, weil sie sich keine modernen Geräte kaufen können, nicht alle 2-3 Jahre das Gerät austauschen können, dann die Updates nicht machen können, weil es nicht mehr drauf passt. Also das sind halt auch so Sachen, die wir berücksichtigen müssen, weil die ausschließend sind. Und dazu kommt dann halt auch noch die Bedienbarkeit. Also wenn ich in meinem regulären Alltag nichts mit digitalen Geräten, Smartphones, PCs, iPads, was auch immer zu tun habe, dann ist es für mich sehr schwierig, jetzt direkt den Umstieg zu machen, dann heißt es immer, ja, das ist total, was wird immer gesagt, dass das so intuitiv ist. Aber für mich war das zum Beispiel letztes Jahr extrem schwierig, weil ich keine Intuition habe, was das Bedienen von verschiedenen Endgeräten irgendwie anbelangt. Ne? Und dann auch teilweise gar nicht helfen konnte, wenn ich mich so mit meinem eigenen Gerät dann arrangiert hatte und dann andere gesagt haben, ja, ich habe aber jetzt irgendwie dieses Programm und ich habe jetzt aber diesen Computer und ich habe dieses Handy, wie geht das denn da drauf? Und ich konnte nicht helfen. Ja, also ich glaube, das ist so eine Sache, die müssten wir auch noch berücksichtigen, wenn es darum geht, mehr Menschen mit reinzuholen auch, ne? Dass die Sachen simpler werden, langlebiger und auch einfacher zu bedienen. Und genau, und da sprichst du auch wieder ein strukturelles Problem an. Also weil die Langlebigkeit von Geräten, die sind in meinen Augen nur durch gesetzliche Maßnahmen, also indem man auch die Unternehmen gewissermaßen auch dazu verpflichtet, Reparaturen zu ermöglichen und solche Standards, die Software so zu entwickeln, dass eben auch mit schwächerer Hardware, die weiterhin funktionieren können. Und das sind die Ansatzpunkte, die in meinen Augen viel sinnvoller sind, als sozusagen darüber zu diskutieren, wie viel Strom oder wie viel Treibhausgasausstoß jetzt sozusagen die Streaming-Dienste liefern. Auch da könnte man zum Beispiel drüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, die Streaming-Betreiber dazu zu verpflichten, dass entsprechend der Größe des Bildschirms dann sozusagen nur eine gewisse Qualität dann sozusagen ausgestrahlt wird, also dass einfach weniger Daten da reinfließen. Also das sind meines Erachtens die sinnvolleren Ansatzpunkte, also wo kann man wirklich konstruktiv eine Lösung finden, die dem Ganzen dann dient, anstatt immer so dieses Gegeneinander aufspielen. Das würde ich mir, also sozusagen in der Debatte wünsche ich mir das und das beobachte ich auch, dass da einfach auch die verschiedenen Communities da wirklich viel enger, also immer mehr eng zusammenarbeiten. Das spricht ja für eine eigene Veranstaltung, wenn ich das mal hier so reinschmeißen darf. Ich nehme es als Anregung an. Das Thema ist bei mir sowieso auf dem Schirm. Und dazu wird es auch mal was geben. Und das gehört ja vor allen Dingen auch zu deinem Arbeitsumfeld. Von daher, da wir jetzt ja auch gleich 11 Uhr haben, abschließend noch, Lukas, wo kann man dich denn, ich sag mal, erreichen, um, ich sag mal, so tolle weitere Gespräche auch zu führen oder eben, wenn es um Anregungen geht, Veranstaltungen oder thematische Inputs, wie stehst du denn da auch zur Verfügung?
Genau, ich habe eine, also sozusagen normalerweise würde man ja jetzt so ein Kärtchen überreichen. Genau, also man erreicht mich am besten über, also man findet meine Kontaktdaten, meine beruflichen über die Seite von dem ZGV, zgv.info. Ich kann es auch gleich nochmal in Chat stellen. Über Twitter bin ich auch erreichbar, einfach unter meinem Namen, Lukas Sparlinger. Wobei ich da auch schon gehört habe, dass mir Leute gesagt haben, man hat mich da nicht gefunden, aber deswegen am besten sonst auch der offizielle Weg. Ich kann auch gleich meine E-Mail-Adresse hier noch reinschreiben und ich freue mich dann natürlich auch sehr, wenn Leute auf mich zukommen und auch mit Ideen, und ich bin ein Freund von Teamarbeit und auch um an Projekten mitzuarbeiten und da auch beratend zu agieren. Also da würde ich mich enorm freuen. Ich schreibe jetzt als erstes, das mache ich ganz am Ende, dann bin ich nicht abgelenkt. Kann man gerne auf mich zukommen. Ansonsten, genau, also das sind so die direkten Kontakte. Ich wiederhole nochmal, zgv.info ist die Homepage, da steht sie, und meine E-Mail-Adresse schreibe ich auch noch rein. Genau, ich habe auch gerade den Link auch nochmal in den Chat geschrieben zu unser Team, und über den Link bist auch du mit den Kontaktdaten ja findbar. Ja, an dieser Stelle, Lukas, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Auch herzlichen Dank an alle, die jetzt hier in Zoom-Konferenz, auch hier über Facebook mit dabei waren, sich beteiligt haben, Beiträge geschrieben haben, gechattet haben. War sehr erkenntnisreich, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ich möchte einfach nur noch mal dazu einladen zum nächsten Talk, der findet dann im nächsten Monat natürlich auch statt. Und zwar zum einen haben wir unsere digitalen Formate, Frage und Antworten am 12.03. wieder. Das heißt, da ist auch dein Kollege, der Michael Grunewald, auch mit dabei, offene Sprechstunde, beziehungsweise am 19.02. ist das nächste. Ich habe mich jetzt gerade verlesen, Entschuldigung. Einfach offene Fragerunde, offene Gesprächsrunde rund um digitale Formate, und die restlichen Veranstaltungen, die sind dann auch in unserem Veranstaltungskalender EKHN, Erwachsenenbildung-ekhn.blog einsehbar. An dieser Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch alles Gute, ein schönes Wochenende und bis bald. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Danke für die Gelegenheit. Tschüss.